Am Sonntag ist Formel-1-Pilot Romain Grosjean beim Großen Preis von Bahrain mit 200 Kilometern pro Stunde in die Leitplanke gerast. Das Auto in zwei Teilen und in Flammen. Der Franzose überlebte das Ganze ohne schwere Blessuren. Auch dank eines Sicherheitssystems, das er eigentlich mal abgelehnt hatte. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen und Formel-1-Experten Michael Runke. Michael, wie genau konnte Grosjean diesen Unfall überleben? Halo heißt das Ding, das Romain Grosjean das Leben gerettet hat. Halo, das heißt übersetzt Heiligenschein und war in diesem Fall tatsächlich sowas wie ein Schutzheiliger. Es handelt sich dabei um einen Überrollbügel, der den Kopf schützen soll. Der ist seit 2018 Pflicht in allen Formel-1-Autos. Dieses Teil ist aus Metall und hält etwa einer Belastung stand von 12 Tonnen, wiegt dabei selbst nur 7 Kilo. Wie ist das möglich? Es ist aus Titan, einem sehr leichten, aber sehr belastungsfähigen Metall. Dieses Halo ist sehr unbeliebt gewesen, anfangs bei den Fahrern, weil es hieß, es störe die Ästhetik des Autos einerseits und andererseits auch das Blickfeld des Fahrers. Nun musste Romain Grosjean selbst zugeben, der damals zu den Kritikern gehörte, dass es lebenswichtig gewesen ist. Das ist eine Sicherheitsvorkehrung. Außerdem wurden ja zum Beispiel die feuerfesten Anzüge noch mal verbessert. All diese Sicherheitskehrungen wurden ja nach und nach entwickelt, meist wenn vorher ein schlimmer Unfall passiert ist. Was sind denn immer die Schlüsse aus solchen Unfällen in der Formel 1? Ja, also zunächst einmal muss man natürlich jeden Unfall genau analysieren. 20 Jahre lang hat es in der Formel 1 keinen Toten gegeben. Der letzte vor Jules Bianchi war Ayrton Senna 1994 am 1. Mai in Imola. Danach, glaube ich, hat die Formel 1 geglaubt oder die Verantwortlichen der Formel 1, die Formel 1 sei einigermaßen sicher. Und dann kam eben dieser Unfall von Jules Bianchi in Japan. Er ist damals unter einen Kran gerutscht und hat schwerste Hirnverletzungen davongetragen, denen er letztlich dann auch erlegen ist. Der Unfall von Romain Grosjean ähnelt doch sehr dem von Niki Lauda 1976 am Nürburgring, weil es eben auch ein Feuerunfall war. Die Konsequenz aus diesem Unfall seinerzeit war eben, dass die Fahrer dann ab 1979 feuerfeste Anzüge tragen mussten. Nichtsdestoweniger, auch wenn man glaubt, heutzutage Sicherheit wird groß geschrieben in der Formel 1, das ist tatsächlich auch so. Aber auch dieser Unfall von Romain Grosjean hat gezeigt, dass es da einiges noch zu analysieren gibt. Zum Beispiel die Leitplanken haben dem Aufprall nicht standgehalten. Das darf nicht sein, ebenso nicht wie das Benzin ausgelaufen ist und sich entzündet hat. Also am Ende muss man schon sagen, Motorsport ist zwar schön, aber bleibt gefährlich. Das weiß wohl auch jeder Fahrer, der da im Cockpit sitzt. Michael Runke, vielen Dank nach Mainz für diese Analyse.